Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fußball Manager 13. Ich habe jetzt den Timer gestartet. 20 Minuten habe ich mir heute vorgenommen aufzunehmen. Ja, wir sind bei TSG Hoffenheim immer noch. Und ich fand es letztes Mal schon richtig krass, dass wir so einen guten Verein bekommen haben. Na ja, den Kalender haben wir schon gemacht. Schauen wir uns mal die anderen Sachen ein wenig an. Was wir vielleicht noch was machen müssen. Kartenverkauf. Sponsoring. Also wir kriegen 5 Millionen. Namensrechte. Sponsoren. Ja, okay. Hoffentlich kommen noch ein paar Angebote rein. Dann Merchandising. Ja, Mitarbeiter. Was haben wir da? Alles Mögliche. Ja, die haben noch nichts gewonnen, glaube ich. Ja, haben sie auch nicht. Und jetzt schauen wir, was es sonst noch gibt. Spiele beobachten. Nee. Eigentlich haben wir alles eingestellt, weil letztes Mal haben wir auch intensiv die Aufstellung und die Taktik gemacht, oder? Ja. Ja, haben wir. Und ja, dann können wir wohl mal simulieren, oder? Spricht nichts dagegen. Ich denke mal, ich habe vergessen irgendwas. Training, das macht man selber. Teamdynamik. Anführer ist Team Wiese. Naja, ich gebe mal keine Versprechen. Okay, dann simulieren wir mal und heute kommt vielleicht schon das erste Freundschaftsspiel. Nicht nur vielleicht, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Machen wir auch so Fitness ein bisschen. Taktik. Und geistig. Noch eins oder noch. Feldspieler, Fähigkeiten. Wir werden Meister, wir werden nicht absteigen und wir werden unser Saisonziel erreichen. Und ich hoffe, diese Musik ist nicht immer so laut, weil das nervt schon ein wenig. Ich werde den Verein treu gehalten. Ja, ich glaube schon. Wer schlecht spielt, wenn ich werde viel rotieren. Ich fordere Disziplin. Ich fordere Disziplin. So, jetzt simulieren wir ein wenig mal. Dennis Tomala. Oh, wir haben ein neues Angebot bekommen. Verhandeln mal kurz. Bitte. Ja, läuft gut. Nee, das riskiere ich lieber nicht. 7 Werbebanden. Hä, warum haben wir da jetzt auf einmal Minus? Egal. Oh, da haben wir auch noch was. Anscheinend. Nein, verdammt, bin ich dumm. Der gibt uns aber eh mehr Geld. Summe erhöhen. Nee, der gibt uns 318.000 reichen mir. Ja, okay. Privater Bereich. Haben wir wohl jetzt. Nee, wir haben. Warte, andere Anlagen, Aktienmarkt, Luxus, Auto und Häuser, Familie und Übersicht. Was wollen wir machen? Golf. Golf ist natürlich für einen Manager das Normalste. Wie dieser Tomala. Wo ist denn der bei uns? In der zweiten wahrscheinlich. Oh Gott, mein Hals, der ist irgendwie gerade so voll. So ein bisschen räuspern. Ich würde mal sagen, wir verhandeln mal. Oh. Alter, an denen sind ja viele interessiert.
What the fuck, sind da viele interessiert. Sogar, ich glaube, die sind sogar japanische Liga. Man kann ja nach Japan wechseln. Ja, das ist wirklich Japan. Ich glaube, gegen einen. Spielen wir nicht gegen irgendjemand Japanisches? Weiß nicht genau, aber ich glaube schon. Schauen wir mal. Also 105.000. Schauen wir mal, wer 110.000 oder 120.000. Wer 120.000 geht? Wer geht 120.000? Das ist die nächste Verhandlungsrunde. 120.000. Daran sind aber viele interessiert an denen. Warum eigentlich? So gut ist du doch gar nicht. Egal, keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir den ja auch für 120.000 weg. Aber das glaube ich eher nicht. Wieder Kaufangebot. Alter, wollen die verarschen? Wie viele wollen den denn? Sogar aus Polen. Ja, geil. Vielleicht werde ich den sogar ins Thumbnail einbauen. Also, wie gesagt, 120.000. Wir sagen wir mal 115. Alter, wollt ihr verarschen? Wie viel wollen die denn haben? Mal zu wen er wechselt. Oh, Dresden ist auch noch interessiert. Ich weiß nicht, was an diesen Jonges so interessant ist. Keine Ahnung. Der Diok ist wieder fit. Das ist nicht so schlecht. 115.000. Weniger lasse ich ihn nicht gehen. Okay. Da, die gehen schon mal, die Japaner gehen schon mal ein bisschen höher. Ich verhandle hier hart mit allen möglichen Leuten. Also. Der Diok nehme ich mal auf die Bank. Okay. Griffio. Ludwig Kral. Okay, Shiplock. Ja, dann können wir noch mal weitermachen, oder? Ah! Wollt ihr mich verarschen, Junge? Wie viel wollen den denn? Alter Schwede. Wir wollen ja irgendwie alle, oder was? Was ist denn an dem so besonders? Ringen um Tomala. Nenne ich das die Folge vielleicht? Nee. Satz für Satz würde ich machen. Okay, wir lassen es so mal. Und ja, wir schauen mal, wie wir uns zu schlagen gegen den SSV Jahn Regensburg. Die Musik nervt mich gerade ein wenig, aber egal. Freistoß Kevin Volland. Kevin Volland zirkelt den Ball über die Mauer auf die linke Ecke. Doch Michael Hoffmann ist auf dem Posten und faustet den Ball zur Seite weg. Nächste Chance für Hoffenheim. Eine Großchance. Ecke von rechts, Kevin Volland. Ecke von Kevin Volland. Marvin Komper legt per Kopf auf Joselu ab und er hat keine
Mühe, das Leder über die Linie zu drücken. Die Gangart des SSV Jahn Regensburg wird rauer. Das taktische Konzept von, ja, egal. Nächste Chance, ein unglücklicher Abseitspfiff gegen Kevin Volland. Jetzt mal Jan Regensburg mit einer klitzekleinen Chance. Schießt hart vom linken Strom auf kurze Eck. Tim Wiese reißt beide Fäuste hoch und rettet zur Ecke. Ecke von links, Christian Rahn. Tim Wiese pflückt den Ball sicher herunter. Wieder eine Chance. Wilson Kamavuka bedient Dennis dann so weitlich an der Strafraumgrenze, doch dieser steht im Abseits. Die Regensburger sind nicht geschockt. Jetzt ist mal eine kurze Phase, wo keinerlei Chancen sind. Oder jetzt mal Hoffenheim mit einer guten Chance. Trotz des Rückstands scheinen die Regensburger, ja, Ecke von Kevin Volland, Mario Neuer klärt zunächst, dann gewinnt Philipp Zierreis ein der Hacke ab. Ja, Usami. Oh nee, aber der Ball kullert um Zentimeter am Tor vorbei. Das ist doch bitter. Dass die das immer so spannend machen, das finde ich nicht okay. Naja, ein 1-0 geht, ist jetzt zwar nicht gut, aber es geht auch. Wir springen dann jetzt mal schröck. Und spielen jetzt mal anders. Ja, dann Volland. Achso, haben wir schon draußen. Derdjok. Ein Comeback. Dann Sergej Saljovic. Ja, spielen wir mal so. Tun wir mal Torwartwechsel machen. Einfach so aufs Fun. Daniel Williams. Okay, das. Ja, ich sag mal das da. Motivieren. Massieren. Tue ich den da und dann noch, ach, einfach jemand. So, jetzt zweite Halbzeit. Ah, jetzt kommen die ganzen Wechsel. Ich spule jetzt mal kurz vor. So, jetzt nein, oh, das wollte ich jetzt nicht so weit vorspulen. Wir waren anscheinend besser, sozusagen. Wir können auch gerne Tipps in die Kommentare schreiben, wie ich das besser mache und halt die Mannschaft auch verbessere. Ob ich Saljovic vielleicht in der Startelf lasse oder was auch immer halt. Knifflige Entscheidung in Kropp. Yannick Westergaard mit einer Grätsche an der Strafraumkante gegen Romain Didola. Der geht zu Boden. Jetzt sind wir gespannt, was der. Der Schein entscheidet auf Freistoß. Auf der Strafraum. Okay. Ja. Interessant. Christian Rahn zirkelt den Ball über die Mauer auf die rechte Ecke. Doch Kuhn Castells ist auf dem Posten und faustet den Ball zur Seite weg. Spielerwechsel. Ja. Jetzt steht immer noch 1-0 für uns. Ich schau mal, wie lang noch die Folge geht. 5 Minuten. Also,
Ich will ja jetzt nicht punktgenau 20 Minuten machen, vielleicht auch ein bisschen weniger. Also würde ich sagen, ich beende mal die erste Folge nach dem Spiel. Okay, es sind auch irgendwie immer die gleichen Texte in FM13. Das nervt ein wenig. Wann kommt denn eine neue Musik? Das frage ich mich auch. Jetzt. Nachspielzeit, eine Minute. Noch 60 Sekunden werden nachgespielt und Schlusspfiff. We wins. Der Kastil war gar nicht mal so schlecht. Statistiken. Ja, wir waren ein bisschen besser, aber ist auch nicht überragend. Lukas YouTube erklärt Marek Mintal von 1. FC Nürnberg 2 zu seinem Lieblingsspieler. Ja, er war Torschützenkönig über einen Lieblingsverein, warum denn nicht? Jetzt machen wir doch. Weißt du was? Forderung stellen, ne? Alter, wollte ich verarschen. Wie viel wollen den denn noch haben? Alter Schwede. Don't you think we should tell them that the boat's out of gas? Just smile and wave, boys. Smile and wave. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt. Wir wollen einfach nicht den für 115.000 kaufen. Ich mache jetzt noch bis zum nächsten Spiel gegen Frankfurt und dann beende ich diese Folge auch schon wieder. Aber es ist schon ein bisschen nervig. Neues Sponsorenangebot. Okay, gut. Wie viel haben wir noch? 5 Minuten? 2 Minuten, okay. Da müssen wir uns schon ein wenig beeilen. Okay, es wird's wurscht. Ich sage jetzt 110.000 Vertrag unterzeichnen. Nennen. So, Abschluss hier, Fitness, ja. Fähigkeit. Passt so eigentlich. Jugendtag veranstaltet. Ja, warum denn nicht eigentlich? Ja. Okay. Okay, jetzt schauen wir mal, zu wem dieser Dennis Tomala schon wechselt. Hoffentlich kommt es noch vor dem ersten Spiel. Nee, anscheinend nicht. Aber schon wieder. Andreas Beck, 4,10 Millionen. Ja, das muss ich mir noch mal gründlich überlegen. Fahren wir auch. Ja, mit dem Geld könnten wir uns auch jemand anders dann noch kaufen. Aber naja, okay. Dann schauen wir uns noch die Sponsorenangebote an. Na, müssen wir unterschreiben. Mist, egal. Ja. Dann nochmal Golf spielen. Oh, wir haben jetzt eine Platzreife. Okay, das war's mit dieser Folge und ciao.